Hallo, da bin ich mal wieder. Hello, I'm back. Heute werde ich mal etwas Neues machen, was ich vor der Kamera noch nicht gemacht habe. Ich habe ein Tablett gekauft bei der Scheune und Keramikscheune. Das ist eine Kette, die gibt es also in Rees, in Ratingen und in noch einigen Städten in Nordrhein-Westfalen. Kann man googeln. Dieses benutze ich als Leinwand und gleichzeitig Schattenfugenrahmen. So, this is my canvas. It's a tray. And I use it as a canvas for my paintings. First of all, zunächst einmal werde ich den Rand streichen. Und zwar nicht mit verdünnter Farbe, sondern mit der Farbe, so wie sie ist, unverdünnt, aus der Lukasflasche. Also ich habe mir schon überlegt, was für eine Art Bild ich malen will. Das soll dann hätte natürlich passen. So I paint the edges with paint that is not diluted with water or anything. Just plain paint, just like this. Und ein kleiner Schwamm. Ich habe 400 Schwämme gekauft bei Amazon. Das reicht für eine Zeit. Und schneide die immer halb durch. Also für 800 Mal bin ich versorgt. I ordered 400 sponges like this. They are not very expensive. And I use them for lots of things. Painting, gessoing, varnishing, all kinds of things. And I cut them in half so I can use my 400 sponges 800 times. I think that'll do for the beginning. So, see you later. Also dieses Streichen mit dem Schwamm kann man doch nur mehr oder weniger als Voranstrich sehen. Es ist nicht so dicht, wie ich gedacht habe. Ich muss dann doch noch mal mit einem Pinsel nachgehen, damit die Farbe etwas intensiver wird. So, I have to go over the edges again with paintbrush, because the color not very intensive and that's not good enough. So a second coat with a paintbrush will probably bring the desired result. See you later. So, da bin ich wieder. Jetzt muss ich diese Fläche, die ist 25x25, mit Weiß gießen. Mein Weiß habe ich hier vorangerührt. In den Becher habe ich zwei oder drei Metallkugeln gegeben, die mir helfen, das durchzuschütteln. Ich habe mein Weiß übrigens auch einen Tick dünner als alle anderen Farben. Aus dem einfachen Grund, weil wenn man das zum Swipen benutzt, müssen die anderen Farben es ja irgendwie schaffen, da durchzukommen. Und je flüssiger dann das Weiß ist, desto besser schaffen die Farben das. Ja, this is my white. It is more fluid than the others. The other paints, the other colors, because if I use it for a swipe, for instance, the other colors have to come to the surface. And if this is too heavy and too dense, the other colors won't be able to rise to the surface as easily. So, um jetzt aber auszurechnen, wie viel ich hier brauche, denn runtergießen kann ich bei einem Tablet ja nichts, werde ich den Resin Calculator benutzen. In order to figure out how much white I need, because I can't just let it flow off the edge, I'll take the so-called Resin Calculator to see how much I need. Der Link zum Resin Calculator gebe ich euch unten
in der Beschreibung zu dem Video. You find the link to the resin calculator under the video, below the video, in the comments. So, der Resin Calculator hat gesagt 100 Milliliter. The resin calculator said 100 Milliliters. Quite a bit. Kommt mir ein bisschen viel vor, aber ich werde es ausprobieren. Ich habe hier meine Becher mit Skala. 100 Milliliters. Ich versuche mal, wie das dann wirkt. Oh, das scheint. Das ist bestimmt zu viel. Ich nehme erstmal nur 60. Und sehen, wie das wirkt. Also, es ist schon wieder ein bisschen dicker geworden. So, das waren jetzt 60. Mal schauen, wie das ist, wenn ich das verteile. Ach, das ist ja jetzt noch feucht. Also, den Rahmen will ich erst zu Ende bringen, wenn ich merke, dass das Bild mir gefällt. Wenn mir das Bild überhaupt nicht gefällt, macht es auch keinen großen Sinn, meines Erachtens, sich großartig um den Rahmen zu kümmern. So, I think 60 milliliters was enough. If this was resin, it wouldn't be enough, perhaps, I don't know. But for this 25 centimeters canvas or tray, it is a tray actually, it's 60 milliliters and this is enough. Weil ich ja die Metallkugeln in dem Weiß habe, habe ich natürlich auch Luftblasen. There are bubbles in the white because I shake it with the metal balls inside, but that's no problem because you can always torch it and the bubbles disappear. Man kann auch torchen und die Luftblasen verschwinden. Ah ja, also da hatte mein Gefühl doch eher recht als der großartige Resin-Berechner. Jetzt habe ich nicht allzu viel Überschuss in den Ecken. So. Okay. Jetzt habe ich vor, etwas Neues auszuprobieren in Bezug auf Blumengießen. Und zwar habe ich zwei Farben vorbereitet, aber nur mit Farbe, Flotrol und Wasser, kein Silikon. I have prepared two colors, paint, Flotrol and water, no silicone oil yet, dark pink and light pink, hell und dunkelrosa. Ich nehme jetzt einen Becher. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ich nehme einen Becher. Es soll ein Dirty Pour werden, aber ein ganz bestimmter. Und zwar möchte ich möglichst gleichzeitig hier Wein gießen, die beiden Farben. Ich versuche beides im Blick zu behalten. Wenn es einmal läuft, ist es gut. Wenn das dann gut geklappt hat, sieht der Becher so aus. Zweigeteilt. Jetzt habe ich natürlich noch kein Silikonöl drin. Ist bei dieser Art von Bild eigentlich auch nicht unbedingt nötig.
dass man Zellen hat, aber gut. Ich nehme jetzt mal so ein paar Tropfen. Mein Standardrezept ist ja 3 Tropfen auf 100 Milliliter oder ein Tropfen auf 30. One drop per ounce is my recipe, but it's not so important for this kind of painting to have cells. What I want to do is, ich möchte gerne eine zweifarbige Blume gießen und beim Gießen schon die Blumenform etwas vorgeben. So I'd like to pour a flower, and while I'm pouring, I already want to give it some sort of flowery shape. That was about that. So ungefähr habe ich es mir vorgestellt. This is how I imagined it to be. So another one, smaller one, jetzt noch eine kleinere. Und möglichst immer dran denken, dass sich das noch sehr ausbreitet. Always consider that this is going to spread considerably. Und außerdem ja, the shape changes. Ich werde nicht kippeln. I'm not going to tilt. Ich habe jetzt also 3 verschieden große Blumen. 3 ist immer gut, eine ungerade Zahl. Verschiedene Größe ist auch gut. Ist nicht so langweilig. So 3 objects is always okay, it's fine. And then an odd number of objects and different sizes, different shapes. For an interesting painting. Okay, kleinen Moment bitte. So, jetzt kommt der Strohhalm, um die Mitte der Blumen zu definieren. Wieder schön zurückfließen lassen. So, with a straw, I have defined the center of the flowers. Wegen meines Atems, der Wärme meines Atems, haben sich da jetzt Zellen gebildet. Because of my breath, my warm breath through the straw, there are some cells right there. Right now, coming up. Ich habe ziemlich stark geblasen. Ich wollte, dass alles so zurückläuft wie hier. Maybe it was a little too strong. My blow. I wanted everything to come back to the middle. I think I'll help it a bit with my palette knife. Mal ein bisschen nachhelfen mit dem Mahlmesser. Das sieht doch schon ganz gut aus. Jetzt kann das Mahlmesser erstmal wieder weg. Jetzt müsste ich versuchen, einem anderen Tool das
was ich sehr gerne benutze, aus der Nagelkunst. Diese Tools mit der einen Seite für die Punkte und mit der anderen Seite, um Striche zu ziehen. Damit möchte ich jetzt einige Blütenblätter definieren, indem ich das Weiß von außen in die Blüte ziehe. So now I'm defining some of the petals by going through the white and moving it into the flower so that it looks like some sort of petal. It looks more like a flower. Nur da, wo man auch schon ansatzweise ein Blütenblatt sieht. Only in those places where you can already guess, oh, that's probably a petal. So just define it a bit. Ich sehe immer noch Luftblasen nach so langer Zeit, deswegen torchen. There are still some bubbles that I have to pop. Jede Blume hat einen Stängel. Ich habe hier also vorbereitet dunkelgrün und hellgrün. Ich stelle das mal weg. Ich habe immer Angst, alles umzuschmeißen. Ich überlege mir jetzt, wie ich das am besten mache. Das. Ich nehme eine Pipette, I take a dropper. Because I'd like to be precise, weil ich gerne genau sein möchte. Hier habe ich noch von einem anderen Bild eine Mischung aus beiden Grüns. Und wie man sehen kann, im Becher sogar Zellbildung. Sieht sehr toll aus. Oh, ja. So, dann nehme ich mal von diesem Gemisch eine Pipette voll. I fill the dropper. Und dann fange ich an. Mal hier noch kleine Pfützchen. So some little puddles over there. Where I want the stem to connect with the flower. Hier ist die Verbindung zwischen Stängel und Blüte. Na, die anderen Blüten können ja eigentlich kaum Stängel haben. Müssen sie ja auch nicht. So this is enough for the other two. Das reicht für die beiden anderen. Wir wissen es noch so wie eben mit den drei kleinen Pfützchen.
I just repeat what I did with the three little petals. Und kann auch mit diesen Holzstäbchen malen. I can also use these little wooden sticks to draw. Habe ich von Karen Goodrich gelernt. Karen Goodrich. Karen mit C. Und Goodrich wie gutreich. Sehr gute Ideen, sehr tolle Videos. Könnt ihr euch anschauen. So. Jetzt deute ich so etwas an wie Dornen. So, I'm trying to do something like thorns. Denn das könnten ja Rosen sein. Ich darf nicht zu regelmäßig arbeiten. Könnt ihr jetzt nochmal durchfahren? Ja. Ich muss unbedingt auch diese Fadentechnik nochmal üben. So. Jetzt werde ich mal kurz abschalten und überlegen, was ich noch machen kann. Okay, see you later, in a minute. So, das Ganze ist mir noch zu langweilig. Deshalb habe ich mich entschlossen, in der Mitte noch was zu machen. Könnte sein, dass ich das bitter bereue. Aber ich wollte versuchen, sowas wie Pollen in der Mitte hinzukriegen. Ganz feine. I'd like to try something in the middle. Contrasting color, purple. Some pollen. Because ja, ich fand es irgendwie unvollständig. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu gleichmäßig bin. Das ist dann auch wieder langweilig. Not too regular, those pollen, because, you know, this is boring. Nature isn't regular either. So, in der Natur ist es ja auch nicht so regelmäßig. Und deswegen finde ich vielleicht gerade so ein paar Fehler ganz schön. Eins mal ein bisschen länger. Ja. One a little longer. Oh no. Ich habe ja immer meine Babytücher. I have my baby wipes. To wipe off my tools. Immer von der Mitte nach außen ist besser. Ja, diese Riesenblume muss natürlich auch riesige Pollen bekommen. Sonst wirkt das nicht. Okay.
Und jetzt wieder eine Pipette. And another dropper. I always use the dropper. Ich nehme immer die Pipette, weil ich sonst so genau nicht arbeiten kann. Mit der Pipette kann ich sehen, wo der Schatten ist. Kann ich sehen, wo der Punkt landen wird. I always use the dropper because I can't be so precise without it. I see the shadow and then I can tell where the drop is going to land. And that's what I need. Und dann natürlich auch die Dosierung. Einfacher zu handhaben. It's easier to drop just a small amount of paint with these pipettes. Zunächst hätte man gedacht, es fehlt etwas Grün, aber ich wollte das absichtlich nicht. Ich wollte, dass hier der untere Grund ist und die Pflanzen so wachsen, nicht plötzlich hier an der Seite auch. Deswegen die Pollen. Und jetzt werde ich auch noch die Pollen auch noch, also das Lila auch noch benutzen. Als Konturen. Now I use this purple to give definition to the petals. I hope it will look better then. Ein bisschen. Auch nicht so großartig. Sich jetzt Mühe geben. Nur das, was sowieso schon da ist, ein bisschen genauer darstellen. Mit dem Lila. Ich nehme das Formen an, mein Bild. Ich glaube, es gefällt mir doch so gut, dass ich den Rahmen noch vernünftig streichen werde. I think I like the painting so much that I make or I try to paint the frame more beautifully. I think it's worthwhile. So, I hope you enjoyed the video. Please don't forget to subscribe. Give it a thumbs up if you like it. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte Daumen hoch. Wenn nicht, bitte schreiben warum. Was euch nicht gefallen hat, in den Kommentaren. Vergesst nicht zu abonnieren und tschüss, bis zum nächsten Mal.